Ja, was steckt es eigentlich hinter dem Konzept des Flipped Classrooms? Schauen wir uns dazu am besten mal den traditionellen, den klassischen Unterricht an. Wir haben eine Lehrperson, eine Lehrkraft und in jeder Unterrichtsstunde zu Beginn meistens gibt es hier mal eine Inputphase. Das heißt, die Lehrperson steht vorne und versucht hier innerhalb einer Erklärphase, einer Inputphase, sein Wissen den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln und das ist der Großteil des Unterrichts. Beim Flipped Classroom wird es einfach umgedreht. Das heißt, die Input-Phase findet nun über digitale Medien statt, zum Beispiel über Videos, und die Schülerinnen und Schüler können selber entscheiden, wo sie diese Videos anschauen. Das kann zum Beispiel sein im Bus, während sie zur Schule fahren oder auf dem Nachhauseweg. Genauso gut aber zu Hause, in den eigenen vier Wänden, kann man dieses Video anschauen oder natürlich auch im Park, draußen, bei gutem Wetter lernen. Die Schülerin, der Schüler kann sich jetzt bei diesem Konzept nämlich ganz einfach entscheiden, schaue ich mir das Video einmal an, schaue ich mir das Video zweimal an, dreimal an, viermal an. Er kann Pause machen, wenn er es braucht, sie kann weiterschauen, wenn sie möchte. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, wie oft und in welcher Intensität schaue ich mir den Input an. Welchen großen Mehrwert bringt jetzt Flipped Classroom für deinen Unterricht? Erstens, der Unterricht wird aktiv. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht mehr passive Konsumenten, sondern sind aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Zweitens, wir haben mehr Chancen, kooperativ zu arbeiten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler arbeiten, wie man hier sieht, in Gruppen zusammen. Und die Rolle der Lehrpersonen verändert sich. Von einem Wissensvermittler, einer Wissensvermittlerin hin zu einem Coach, der die Schülerinnen und Schüler aktiv bei Problemlöseaufgaben, Übungen aller Art unterstützen kann.